Hi, ich bin Iris und heute gibt es mal wieder eine Lesenacht. Das habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Und heute bietet es sich an. Wir haben Samstag und ich muss morgen nicht arbeiten, logischerweise. Und heute seht ihr mich mal aus einer anderen Perspektive. Das liegt unter anderem daran, dass wir schon, ja, ich glaube, 8 Uhr haben oder so. Oder 9 Uhr. Ja, ich stelle normalerweise immer mein Bett weg, um die Kamera anzuschalten und alles so herzurichten, dass ich direkt vor dem Regal bin. Ich meine, ich bin irgendwie auch noch vor dem Regal, aber ihr könnt leider nicht alles sehen. Von daher, ja, sorry dafür, aber in den anderen Videos seht ihr es ja. Und ja, heute habe ich noch einiges vor. Ich hoffe, ich stehe das durch, weil gestern war ich mit meiner besten Freundin noch richtig lang draußen unterwegs. Und heute waren wir auch den ganzen Tag unterwegs und ich bin schon seit 5 Uhr wach, beziehungsweise 6 Uhr, aber 5 Uhr bin ich schon mal aufgewacht. Aber egal, ich habe, glaube ich, wie viele Stunden habe ich geschlafen? 4 bis 5 Stunden habe ich geschlafen. Ja, bis dahin kommen ist halt ein bisschen wenig so. Ne? Dementsprechend bin ich eigentlich jetzt schon fertig und vor allem bin ich voll. Wir haben so viel gegessen. Ihr glaubt es nicht, mein Magen ist so voll, ich kann nicht mehr. Aber gut, kommen wir zur Lesenacht. Ich werde jetzt erstmal bei Percy Jackson den ersten Teil in der englischen Ausgabe ein Kapitel weiterlesen, weil das Ganze lese ich jetzt mittlerweile in der Leserunde mit Sandra und Alina zusammen. Und ja, heute geht es mal nur ums erste Kapitel, beziehungsweise ich werde nur ein Kapitel lesen, weil ja, ich ja das Buch schon mal angefangen habe und deswegen auch schon dementsprechend ein bisschen weiter war. Und die anderen haben gestern die ersten 3 Kapitel gelesen und heute wollen sie die nächsten 3 Kapitel lesen. Und da betrifft mich leider nur ein Kapitel, aber eigentlich ist es auch ganz gut, weil ich weiß nicht, ob ich schon zu fertig bin, um auf Englisch zu lesen, aber wir finden es heraus. Ich freue mich auf jeden Fall, daran weiterzulesen. Ich bin jetzt aktuell bei dem 6. Kapitel und genau dieses werde ich dann noch lesen. Und ja, ich freue mich drauf. Und worauf ich mich noch mehr freue, weil, oh mein Gott, ihr könnt es nicht glauben, wie froh ich bin, dass ich das jetzt endlich angefangen habe und das ist so, so gut. Ich hätte nicht gedacht, also eigentlich schon, ich wusste ja, dass es gut werden wird, aber ich bin so froh, dass es tatsächlich so gut ist, wie ich es mir erhofft habe. Und zwar Wie die Luft zum Atmen von Brittany C. Cherry. Da bin ich aktuell auf Seite 126 und ja, die Esther hat dann, also ich habe mit der Esther ein bisschen geredet und dann haben wir uns ausgetauscht, was wir gerade lesen und dann habe ich erzählt, dass ich dieses Buch lese und ich es richtig feiere und ja, es hat mich halt einfach schon richtig stark berührt, auch am Anfang und es hat mich richtig gecatcht und ich bin sofort drin gewesen und ich liebe es einfach und ich weiß jetzt schon, das wird ein Highlight von mir werden. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es ein Highlight wird und ja, jetzt wollen wir heute dann eben zusammen, also ich und Esther, die Lesenacht machen und ja, uns dann miteinander austauschen und so weiter. Und ich freue mich schon richtig drauf, mit anderen Leuten über dieses Buch zu reden. Und ja, vor allem dann eben mit Esther, weil Esther und ich, wir haben einfach so richtig einen ähnlichen Geschmack. Und ich freue mich einfach drauf, das wird so cool. Und ja, mal schauen, wie lange wir wach bleiben werden und vor allem, wie viel wir lesen werden. Ich hoffe natürlich, dass ich da ein bisschen weiterkomme, weil ich konnte, wie gesagt, gestern und heute nicht so viel lesen, weil ich ja, mit meiner besten Freundin die ganze Zeit unterwegs war. Und vor allem, das muss ich euch auch noch erzählen, also es tut mir leid, wenn es ein bisschen zu viel Storytime in diesem Video geben wird. Aber okay, ich erzähle euch vorher noch kurz was zu den Büchern, vielleicht wird es dann besser. Ich denke, Percy Jackson kennt jeder von euch, in dem Buch geht es um Percy. Und ja, er hat so ein paar Sachen, die ihn von anderen Jungs unterscheiden. Die wichtigste Sache kennt er aber noch gar nicht, nämlich dass er ein Halbgott ist. Und das findet er dann nach und nach heraus. Aber vorher passieren noch einige merkwürdige Dinge. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film schon gesehen habt, aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Unterschiede zwischen dem Film und dem Buch. Ich liebe den Film. Ich habe den damals gesehen, als ich noch kleiner war und ich war total verliebt in den Protagonisten. Der war einfach so süß. Und ja, jetzt bin ich es auch, aber nicht mehr so wie damals, sondern eher so, ich weiß nicht, das ist wie so ein kleines Baby. Das würde ich aber in den Arm nehmen, weil er mir so leid tut. Aber ja, ich mag ihn. Und ich mag auch die Geschichte drumherum. Ich finde es mega lustig an manchen Stellen und ich feiere es einfach zu lesen, nur ist es halt eben auf Englisch und da muss ich mich manchmal einfach ein bisschen mehr motivieren, um bei der Geschichte dran zu bleiben und da eben auch weiterzulesen. Deswegen bin ich echt froh, dass ich diese Leserunde jetzt mit den zwei anderen Mädchen habe, weil ich das Gefühl habe, da komme ich dann mehr weiter in dem Buch, wie wenn ich es alleine weiterlesen würde. Also von daher bin ich richtig froh, dass wir das jetzt zusammen lesen. Und in diesem wunderbaren Schätzchen hier geht es um Tristan und um Elizabeth. Und ja, Elizabeth ist eigentlich so diejenige, die vor allem am Anfang jetzt am meisten erzählt. Also wir haben hin und wieder auch so ein paar Kapitel aus Tristans Sicht, aber Elizabeth erzählt wirklich das meiste. Die zwei haben eins gemeinsam und zwar, dass sie ja, ihre große Liebe schon verloren haben. Die sind schon gestorben. Und Tristan hat mit seiner großen Liebe auch seinen Sohn verloren und
Ja, die zwei sind beide noch sehr, sehr stark in der Trauer mit drin und versuchen damit fertig zu werden. Und man merkt total, wie beide richtig unterschiedlich damit umgehen. Die beiden haben natürlich auch komplett andere Ausgangssituationen. Elizabeth beispielsweise hat ihre Tochter noch und diese hält sie so ein bisschen ja über Wasser. Und Tristan, der geht halt ein bisschen unter, sag ich mal. Und es ist einfach so wunderschön und ich liebe es. Und der Schreibstil ist so toll. Es ist aus einer Ich-Perspektive und es ist so gefühlvoll und es reißt mich so mit. Und ich musste schon weinen. Und ich konnte heute in der Früh nicht weiterlesen, weil immer, wenn ich ins Buch geschaut habe, musste ich anfangen zu weinen. Und ja, aber ich bin so froh. Ich mag dieses Buch so gerne. Ich mag auch die beste Freundin unserer Protagonistin. Ich glaube, die heißt Faye. Und die, ja. Also sie war am Anfang vor allem echt lustig. Mittlerweile ist es so ein bisschen gewollt lustig und irgendwie finde ich es dann nicht mehr so lustig. Also ich weiß nicht, das ist ein bisschen aufdringlich, so wie die versucht schon witzig zu sein und es ist dann meistens einfach zu flach und dann erreicht es mich nicht mehr. Aber ich hoffe, es kommen noch ein paar lustige Stellen mit der. Auf jeden Fall ist sie mir echt sympathisch, weil die halt so eine verrückte Sau ist. Und die hatte mal die gleiche Haarfarbe wie ich. Ich kann nicht mal ein richtig hässliches Bild von mir einblenden. Auf dem ich die Haarfarbe auch hatte. Ich hatte ja mal so weiße, silberne Haare oben und unten dann so lila-pinke Strähnen. Und es sah einfach, also damals fand ich es mega cool. Aber auf dem Bild sieht es so richtig schlimm aus. Ich weiß nicht, ob es in echt auch so schlimm aussah. Ich hoffe nicht. Aber ja, ich blende euch das Bild einfach mal ein, dann könnt ihr sehen, wie es aussieht. Und die hat halt auch so eine Frisur und ich feiere das richtig. Da habe ich mich total totgelacht. Ich fand das so lustig. Ja, aber finde ich mega cool. Genau, und jetzt kommen wir ein bisschen zu meiner Storytime. Und zwar, oh mein Gott, ich habe heute wieder was für mich entdeckt, was ich früher als Jugendliche und als Kind richtig gerne gemacht habe. Ich war jeden Tag auf dem Sportplatz und habe Basketball gespielt. Und ich habe das so lange nicht mehr gemacht, weil die haben bei uns den Sportplatz im Dorf abgesperrt. Warum auch immer, muss man nicht verstehen. Ich habe sie dafür gehasst. Die ganze Gemeinde und sonst was. Ich fand das so bescheuert, weil ich hatte keinen Platz mehr, wo ich hingehen konnte und Basketball spielen konnte. Und ja, dann habe ich auch keinen Basketball mit nach Regensburg genommen, weil ich mir dachte, ja, wo will ich denn hier bitte nochmal so einen öffentlichen Basketballplatz finden? Ich meine, hier gibt es sowas bestimmt nicht. So, und dann war ich mit meiner besten Freundin gestern Tischtennis spielen und wir haben eine Tischtennisplatte gefunden und direkt daneben war halt eben auch ein Sportplatz mit Toren und Basketbällen und ich habe mich so gefreut, ihr glaubt es nicht. Und dann sind wir heute direkt in der Früh losgegangen und haben uns, oder ich mir zumindest, ein Basketball geholt und ich bin so glücklich. Oh mein Gott, ihr könnt es nicht glauben. Ich war heute den ganzen Tag Basketball spielen und wir haben noch ein bisschen Tischtennis gespielt, aber hauptsächlich war ich mit Basketball unterwegs und oh mein Gott. Ich bin so glücklich, ich feiere das so, ich liebe meinen Basketball. Arme Bücher. Ich sollte damit lieber aufhören, die Nachbarn hören das nämlich. Aber gut, das wollte ich euch sagen. Wie gesagt, Basketball, große Leidenschaft und ich liebe es und ich bin so mega happy heute. Ich bin aber auch mega fertig. Von daher, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es mit der Lesenacht läuft. Ihr kriegt dann immer wieder Updates von mir, aber ich glaube, ich werde nicht jedes Mal die Softbox anmachen. Oder ich weiß nicht, theoretisch könnte ich das hier jetzt eigentlich so stehen lassen, ne? Wäre weniger Aufwand, weil dann müsste ich es erst aufräumen, wenn ich ins Bett gehe oder am nächsten Morgen. Who knows? Keine Ahnung. Falls ich Hunger kriege, ich habe auch immer noch ein Stück Pizza übrig, aber ich bezweifle, dass ich heute noch was essen werde, weil ich bin echt mega, mega voll. Das war's eigentlich schon. Also, ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Update. So, meine Freunde, es sind ein paar Stunden vergangen. Wir haben mittlerweile 11 Uhr ungefähr oder 11:30 Uhr, irgendwie sowas. Ich habe jetzt das eine Kapitel gelesen, das ich in diesem Buch hier lesen sollte. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe immer wieder lachen müssen. Es ist lustig geschrieben. Ich mag es halt einfach, weil der Percy Jackson, der ist halt einfach so ungehobelt. Der fragt halt einfach aus dem Bauch heraus. Beispielsweise manche Leute so: Müsstest du nicht eigentlich tot sein? Percy Jackson, mega sympathisch. Ich freue mich dann schon, wenn wir morgen noch weiterlesen. Aber ich muss schon sagen, ich habe es echt gemerkt mit dem Englischlesen abends. Das ist nicht so ganz meins. Es hat lang gebraucht. Ich meine, ich habe jetzt, das waren vielleicht 10 Seiten, 15 Seiten. Und für die habe ich jetzt 3 Stunden gebraucht oder so. Okay, ich habe mit Ace auch sehr, sehr viel geredet, das muss man auch dazu sagen. Also ich habe jetzt nicht 3 Stunden komplett durchgelesen, aber ich habe schon echt lange gebraucht. Und ja, von daher bin ich froh, wenn ich das dann morgen in der Früh weiterlesen kann und nicht jetzt im Halbschlafmodus, kann man eigentlich schon sagen. Ne? Ja, ich bin ja schon ein bisschen im Schlafen, beziehungsweise ich bin noch gar nicht richtig wach. Ich habe ja bis um 8 Uhr geschlafen und dann bin ich aufgewacht, aber ich bin immer noch immer ein bisschen müde. Ich muss mir mal einen Kaffee machen. Aber
Davor gönne ich mir erstmal noch eine Pizza und die wollte ich euch zeigen, weil ich finde, die sieht mega cool aus. Ich weiß nicht, oh, ich freue mich so. Ich habe eigentlich gedacht, ich schiebe nichts mehr runter. Aber jetzt habe ich Hunger. Jetzt wird erstmal gegessen und nachdem ich in Ruhe gegessen habe, lese ich dann in dem Buch hier weiter und da freue ich mich auch mega drauf. Die Esther hat ja jetzt auch damit angefangen und ja, sie findet es auch schon mega traurig. Ich freue mich schon so. Das wird so cool. Und ja, mal schauen, wie lange das jetzt noch weitergeht. Aber das war jetzt erstmal das Leseupdate für 11 Uhr. Also, bis später. Leute, was soll ich sagen? Wir haben gestern dann noch so bis ungefähr 1 oder 2 Uhr geredet, sind aber gar nicht mehr zum Lesen gekommen. Und jetzt haben wir 9 Uhr in der Früh. Und ich bin kein Stück weiter in diesem Buch. Aber mittlerweile haben wir geklärt, dass wir ungefähr ja, die nächsten 2 Kapitel in diesem Buch lesen werden. Das heißt, ich werde erstmal die 2 Kapitel lesen, weil, wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass es morgens besser läuft als abends. Und jetzt bin ich hier drin. Ich meine, ich habe ja gestern Abend schon Englisch gelesen. Und danach werde ich in diesem Buch hier weiterlesen. Ach ja, das ist natürlich ein bisschen bitter. Andererseits stehe ich mal wie ein normaler Mensch erst um 9 auf, anstatt um 5. Hat alles seine Vorteile. Also ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee und lese und dann melde ich mich wieder. Hey, hier bin ich wieder, diesmal ungeschminkt. Ich habe mir mittlerweile das Make-up, das ich gestern noch drauf hatte und auch heute in der Früh runtergemacht und ja, habe mir meine Haare durchgekämmt. Lustigerweise schauen die dann trotzdem schlimmer aus als vorher. Ja, muss man nicht verstehen, aber auf jeden Fall habe ich die 2 Kapitel gelesen, die wir in diesem Buch heute lesen wollten. Und ja, wie gesagt, Sandra und Alina sind unten verlinkt. Ich bin insgesamt von Seite 75 bis auf Seite 127 gekommen. Und ich finde, also jetzt in der Früh hatte ich weniger Probleme zu verstehen, worum es darin geht, sondern mehr Probleme damit, dass es so langsam voranging. Und das stört mich ein bisschen, weil ich lese gerne, aber ich möchte auch schnell vorankommen, vor allem wenn man dann so lange an einem Buch liest und ich war da halt echt, also wir haben mittlerweile 11:30 oder mittlerweile schon 12, ich weiß es nicht genau und ich hoffe, dass sie da dann zusammen dieses Buch schnell beenden werden, in meinem Fall dann halt eher weniger schnell, aber ich habe ja noch das andere Buch, in dem ich dann lesen kann und da komme ich auf jeden Fall schneller und besser voran und zwar in diesem hier. Die Frage ist, ich wollte jetzt rausgehen und Basketball spielen, solange es noch, ja, mittags ist und es noch warm ist, weil es wird heute gar nicht so warm, so 10 Grad oder so. Und ich weiß nicht, ob ich das Buch mitnehmen soll oder nicht, mal schauen, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall raus, Basketball spielen und ich nehme euch mit. Also ihr seid dann heute mit dabei. Ja, mal schauen, wird bestimmt lustig, weil hier in Regensburg ist es mir ehrlich gesagt richtig egal, was andere von mir denken, weil das ist wie Urlaub, hier kennt mich keine Sau, das ist einfach egal. So, deswegen kommt ihr jetzt mit. Und ja, dann zeige ich euch einfach ein bisschen was von Regensburg und kann ein bisschen mit euch labern, falls mir langweilig wird oder so. So, jetzt seht ihr mich mal aus einer anderen Perspektive und ich kann euch einfach mal so mitnehmen. Was wollte ich machen? Ich muss meinen Rucksack packen. So, und ich habe gestern, das war eigentlich ganz lustig, da haben wir so eine Art Telefonzelle gefunden, in der man einfach Bücher reinstellen kann, wie so ein Tauschregal halt. Und deswegen habe ich ein paar Bücher zusammengesucht, die ich da jetzt heute mal reinpacken werde. Und ja, das sind diese hier. Also zum einen die fünfte Welle, Home Video, Der Nacht ergeben, ein zufälliger Irrtum über die Liebe und Im Land des Wassermondes. Und ja, diese Schätzchen wandern heute in dieses Regal. Dann muss ich hier noch ein bisschen aufräumen und dann geht's auch los. Ich nehme mir dann auch noch ein bisschen Snack mit. Gute Tomate. Ah ne, nicht Tomate. Gute Banane. Ja, ich würde sagen, ich rede nicht mehr lange rum, sondern pack mal mein Zeug und gehe dann raus. Ich habe mich jetzt übrigens dazu entschlossen, das Buch nicht mitzunehmen, weil ich habe jetzt gerade genug Bücher in meinem Rucksack drin, die ich abgeben möchte. Von daher macht es keinen Sinn. Und vor allem werde ich auch nicht lange draußen bleiben, wahrscheinlich nur so 2, 3 Stunden. Und dann bin ich sowieso wieder hier und dann werde ich weiterlesen. Von daher nehme ich es mal nicht mit. Und ja, wie gesagt, wenn ich mal eine kurze Pause brauche, dann fange ich einfach an, mit euch zu reden. Mal schauen, was los ist. Gestern waren ein paar Kinder an dem Sportplatz. Mal schauen, ob noch heute wieder welche sind. Ach ja, wäre aber auch schon echt cool, wenn ich das so alleine bin. Eins, was ich noch sagen wollte, ist, dass viele ja damals gesagt haben, also ich habe ja schon mal sowas in der Art Vlog-mäßiges gemacht, da haben viele ja gemeint, dass es nicht so, ja,
cool war, weil man gemerkt hat, dass ich total angespannt war, beziehungsweise dass mir peinlich war, mit der Kamera rumzulaufen. Was auch stimmt. Aber ich muss auch dazu sagen, mir war es anfangs auch richtig peinlich, einfach nur Videos zu machen und in meinem Zimmer vor der Kamera zu sitzen und mit der Kamera zu reden. Und mittlerweile schaut ihr euch das ja auch an. Von daher denke ich mir, Übung macht den Meister. Irgendwann wird es mir nicht mehr so peinlich sein. Von daher, ja, let's try it. So, der große Moment. Aus der Tür draußen. Yay! So. Es ist ja noch recht früh. Ich glaube nicht, dass so viele Leute draußen sein werden. Von daher. Aber ich werde euch auf jeden Fall zeigen, wie es von der Brücke aussieht, weil das mega cool ist mit dem Fluss und so. Und ja, aber ansonsten werde ich jetzt eher weniger mit euch reden. Aber Hauptsache die Sonne scheint. Ich habe von vielen gehört, dass es jetzt irgendwie bei vielen schneit und das muss schon mega scheiße sein. Von daher bin ich echt froh, dass das Wetter hier um einiges besser ist. Und ja, jetzt kann ich rausgehen und Basketball spielen. Also dann, wir sind jetzt bei der Brücke. So Leute, wir sind mittlerweile bei der Brücke. Also gönnt euch den Ausblick. Könnt ihr die steinerne Brücke sehen? Auch nice. Aber ja, ich melde mich dann wieder, wenn wir bei der nächsten Brücke sind, weil ich muss noch einige Brücken überqueren, bis ich dann mal Schauplatz bin. Aber ja, wir sehen uns bei der nächsten Brücke. Wisst ihr, so schlimm ist es gar nicht. Aber was richtig nervt, ist, dass ich irgendwie irgendeine Allergie zu haben scheine. Denn meine Augen tränen die ganze Zeit und es sieht so richtig aus, als würde ich andauernd am Heulen sein. Meine Nase läuft auch. Also ja, nur Gutes. Und falls ihr euch gefragt habt, wo ich bin, diese Brücke muss ich jetzt rüber und kann ich euch hier mitnehmen. Ja, ja. Ich musste schauen, dass ich auf dem Fußgängerweg bin, weil lustigerweise bin ich ziemlich oft auf dem Fahrradweg gegangen und habe mich dann gewundert, warum die scheiß Fahrräder so nah an mir vorbeifahren. Aber das hat sich jetzt geklärt. Ich bin einfach zu dumm, um auf der richtigen Seite zu laufen. Von daher, ja, kommt vor, kann passieren. So. Sind jetzt gerade ein paar Leute an mir vorbeigelaufen, habe ich auch gehört aufzunehmen. Keine Ahnung, also so weit bin ich dann doch noch nicht. Aber ich bin ja immer noch auf der Brücke. Also ist nicht allzu viel Zeit vergangen und irgendwie sind es auch viele Leute unterwegs und gehen mit ihren Hunden raus. Und ja, aber ich zeige euch nochmal hier einen Sneak Peek, wie es ausschaut. Ist doch mega, oder? Das ist richtig cool. Ich wollte schon immer mal in der Nähe vom Wasser sein. Und dass ich es jetzt tatsächlich bin, ist richtig cool. Und da hinten seht ihr wieder die steinerne Brücke. Ich bin schon wie so ein richtiger Touri-Guide. Oder mache ich das super? Oh mein Gott. Vor allem, weil ich mich halt ungefähr weniger auskenne als jede andere Person. Und ich wohne ja halt schon fast ein halbes Jahr. Das ist richtig bescheuert. Aber na gut. Obwohl, wir sehen uns doch noch vorher. Ich habe kurz noch was vergessen. Und zwar habe ich euch ja von der Special-Telefonzelle erzählt. Mit den coolen Büchern. Und da bringe ich jetzt meine einfach auch mal hin. Weil sonst hätte ich sie umsonst mitgenommen. Also, hier seht ihr es, die Telefonzelle, die ich gemeint habe. Und da lade ich jetzt erstmal meine Bücher ab. Aber die sind jetzt auch drin. Von daher, falls ihr in Ringsburg wohnt, dann kennt ihr die vielleicht. Und dann habt ihr die Chance, da eins von diesen Büchern zu holen. Also viel Spaß dabei. Und ja, ich mache mich jetzt aber weiter auf den Weg zum Sportplatz. Also bis dann, hier bin ich wieder. Und ja, ich habe es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt. Aber so schlimm ist es gar nicht. Irgendwie juckt es mich hier überhaupt nicht. Vielleicht war es auch, also es lag wahrscheinlich auch daran, dass mich im Dorf jeder gekannt hat. Und da war es mir dann schon echt peinlich. Aber hier ist mir das echt schlussbib egal. Aber es scheinen noch andere Leute da zu sein.
Zumindest hört sich so an. Aber hier ist auf jeden Fall die Tischtennisplatte, die ich gemeint habe. Und ist hier, es ist halt so, dass das hier, glaube ich, eigentlich eine Schule ist. Aber sie haben es nicht abgeschlossen. Das heißt, so Deppen wie ich können hierher kommen und Basketball spielen. Mega, oder? Ach ja, freut mich. Also dann, wir sehen uns später. Hello, people on the earth. Hier bin ich wieder. Und ich habe ein Problem. Mein Akku geht ziemlich schnell weg, dadurch, dass ich so viel filme. Aber ja, ich möchte noch ein bisschen Musik hören. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr so oft filmen. Nur wollte ich euch eins zeigen. Ich bin ja nicht wirklich die Beste im Basketball. Die Beste im Basketball spielen. Das weiß ich einfach. Ich mache es gerne, aber ich bin nicht die Beste. Und normalerweise ist das weiteste von, also der weiteste Punkt, von dem ich werfen kann, hier. Der Dreier, von da aus bis da nach hinten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich sollte mal probieren, von der Mittellinie aus zu werfen, was total bescheuert ist, weil das von hier ist. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dann dachte ich mir so, ne, das schaffe ich nie im Leben. Und dann, ja, dann dachte ich mir so, okay, dann gehe ich hier hin. Und hier ist ja nicht so weit von dem Dreier entfernt. Aber selbst von hier komme ich nicht einmal so nah. Also ich habe das Netz berührt mit dem Ball. Aber das ist dann auch schon alles. Deswegen dachte ich mir, okay, heute wird das Ziel sein, so viel zu üben, bis ich von da einmal getroffen habe. Und ja, auch wenn ich nicht glaube, dass ich es schaffen werde, wird es jetzt für heute trotzdem das Ziel sein. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile auch die Einzige, die noch hier ist. Vorher war noch ein Vater mit seinem Kind da. Und ja, aber mittlerweile bin ich hier alone. Das heißt, theoretisch könnte ich die ganze Zeit filmen, aber wie gesagt, ich möchte Musik hören und dann geht es schlecht, weil ich kann leider ja, nicht filmen, während ich Musik höre. Von daher sehen wir uns später. Hallo Freunde, ich bin extrem fertig. Ich glaube, so schaue ich ja aus. Und ja, ich bin jetzt erst seit 1,5 Stunden hier. Ich werde jetzt mal meine Banane essen, den guten Snack, den ich mir mitgenommen habe. Und ja, ich hoffe, dass mich hier nicht die Bienen attackieren, weil hier ist ein Blütenbaum und da sind extrem viele Bienen. Aber ja, ich werde meine Banane trotzdem genießen. Und es kommen immer wieder Leute vorbei, aber größtenteils bin ich hier alleine, was echt cool ist. Und ja, von daher freue ich mich dann auch darauf, hier wieder weiter zu spielen, nachdem ich eine kurze Pause gemacht habe. Und ja, dann sehen wir uns wieder später. Ach ja, übrigens, ich habe das aufgegeben, dass ich von da hinten, von dieser weißen Linie werfe, weil ich habe noch Muskelkater von gestern und das hilft nicht und ich kriege es einfach nicht hin. Also ich werde dran üben, aber heute schaffe ich das bestimmt nicht mehr, dass ich so weit werfen kann. Von daher übe ich jetzt noch ein bisschen meine Wurftechnik oder allgemein ein bisschen einfach werfen und Spaß dran haben. Also, ich bin wieder da nach ungefähr 4 Stunden mit dem Muskelkater des Todes. Ich werde mir jetzt gleich noch ein paar Erdbeeren gönnen, weil die habe ich mir verdient. Und weil ich gerade Lust auf Erdbeeren habe. Und dann werde ich den Rest des Tages einfach nur noch hier sitzen und lesen. Ich meine, ich bin fertig. Ihr seht es wahrscheinlich, ich bin fertig. Deswegen wird jetzt nur noch gelesen. Und dann Germany's Next Topmodel angeschaut. Und dann gehe ich schlafen. Na, auf jeden Fall muss ich Germany's Next Topmodel nachholen. Wenn dieses Video hier online kommt, dann schaue ich mir auch am folgenden Tag, also am Freitag, dann auch Germany's Next Topmodel an, weil ich finde es mega cool. Auch wenn mir die ganzen Zickereien mittlerweile zu viel sind und man halt merkt, dass die Menschen einfach nur noch drin lassen, damit irgendwas, ja, also damit irgendwer ausflippt oder wenn Tränen ausbricht oder sonst was und es nicht mehr wirklich, ja, um die Shootings geht oder um den Catwalk. Also das waren die Sachen, die mich damals immer so begeistert haben, weil ich es so cool fand und die Klamotten, die waren ja auch immer mega kreativ und ja, das hat mir damals richtig gut gefallen. Mittlerweile entwickelt sich das in so eine Richtung, die mir nicht mehr ganz so taugt, aber ist halt so. Ich schaue es mir trotzdem noch an und ich möchte alle Staffeln, die ich als Kind damals nicht schauen konnte, auch noch nachholen. Von daher, ja, Germany's Next Topmodel, da bin ich gerade am Suchten. So, und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir später bei dem Buch Wie die Luft zum Atmen, bin ich immer noch auf Seite 126 und da werde ich ja dann jetzt weiterlesen, nachdem ich die Erdbeeren gegessen habe und dann melde ich mich wieder. Also bis dann. Hey, ich melde mich wieder. Das ist jetzt auch das letzte Update. Wir haben ungefähr, boah, ich weiß es nicht genau, 5 Uhr. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen in Wie die Luft zum Atmen gelesen und bin mittlerweile auf Seite 149 und ja, ich
liebe es nach wie vor und ich bin richtig froh, dass ich es angefangen habe, auch wenn es so traurig ist, aber ich dachte mir schon, dass es wahrscheinlich traurig werden wird. Deswegen ja, bin ich recht froh, dass ich danach gegriffen habe, auch wenn es einen eher ein bisschen runterzieht und zum Nachdenken anregt. Aber darauf habe ich gerade Lust, von daher passt es super. Und ja, jetzt mache ich mir aber noch was zu essen und schaue mir Germany's Next Topmodel an. Danach lese ich halt noch ein bisschen. Aber ich werde die Kamera nicht mehr auspacken, sondern werde die jetzt erstmal zur Seite legen. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich erst bei den nächsten Neuzugänge oder Lesemonat wieder. Von daher, bis dahin. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ja, was ihr davon gehalten habt und wie euch das gefällt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nicht jedem gefällt, aber für mich hat es jetzt gepasst. Ich fand es ganz interessant, mal die Kamera mitzunehmen und von daher, ja, war es schon echt cool. Also ja, schreibt mir auch das gerne in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem Video.